Wenn Sie Wünsche frei hätten, wie stellen Sie sich, was sind so Ihre Wünsche an die Europäische Union, auch an die europäischen Bürgerinnen und Bürger? Was ist Ihre Zukunftsvision? Was wären denn so drei Ihrer Wünsche? Ja? Ich würde mir wünschen, dass jeder sich sozusagen auch seinem Mitgliedstaat zugehörig, verbunden, den Wurzeln verpflichtet fühlt, darüber hinaus aber auch sich als europäischer Bürger fühlt und dass wir einfach erkennen, dass wir nur gemeinsam stark sein können. Wenn wir uns anschauen, was sind die anderen großen Player in der Welt, dann sprechen wir von den Vereinigten Staaten von Amerika, wir sprechen von Russland, von China, ein Markt, der boomt, muss man sagen, wo einfach Technologie auch leider exportiert wird von uns und ausverkauft wird dorthin. Und ich glaube, wenn wir nicht jetzt wirklich erkennen, dass wir nur gemeinsam stark sein können, wenn wir jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, und der Brexit ist hier natürlich ein Negativbeispiel, davon überzeugen können, dass es nicht nur ein wichtiges Friedensprojekt war, sondern auch weiterhin ein wichtiges Friedensprojekt ist, das sich weiterentwickelt hat, auch in ganz anderen Dimensionen. Dann wird es schwierig und insofern müssen wir wirklich den Fokus darauf setzen, die Vorteile der Europäischen Union zu betonen und nicht das Jammern in den Vordergrund stellen. Das ist also das, wofür ich auch wirklich mich engagiere und auch versuche, so viel Zeit wie notwendig, aber so wenig wie möglich hier zu sein, damit ich auch dann in Österreich das erzählen kann, was hier uns beschäftigt. Ich glaube, wir können nicht mehr vorbei. Und was ich merke, wenn ich unterwegs bin, ist, Europa ist Fakt. Es gibt inzwischen diese Generation, die sich überlegt, soll man Mitglied sein oder nicht, die gibt es nicht mehr. Die heutige aktive Generation nimmt Europa als Realität wahr. Es ist der Euro eine Realität, die niemand in Frage stellt. Es ist das europäische Leben keine Realität, die in Frage gestellt wird. Und daher müssen wir jetzt auch schauen, dass Europa in den großen Fragen, die anstehen, die wirklich epochale Menschheitsfragen sind. Weil entweder wir kriegen diesen Klimawandel jetzt noch halbwegs hin oder er wird uns überwältigen. Und dafür brauchen wir eine Europäische Union, die weltweit am Tisch schaut und einmal was weiterbringt. Ich wünsche mir eine Europäische Union, die gedacht wird als Vereinigung der Staaten Europas. Aber die Geschichte Europas lebt von der regionalen Entwicklung und von den nationalen Erfahrungen, sodass wir die Zusammenarbeit in Europa intensivieren müssen. Das Verständnis, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sind, aber nicht glauben, dass ein Zentralstaat die Antwort auf die Sorgen und Ängste und Hoffnungen der Menschen ist. Ich möchte, dass wir die Barrieren innerhalb Europas beseitigen, die uns derzeit schwächen, blockieren, einengen und ja, auch an unserer Glaubwürdigkeit die richtige Antwort auf die Herausforderungen zu sehen kratzt. Daher Barrieren beseitigen. Wir sehen einen Mangel an Miteinander im Kampf gegen Steueroasen. Wir sehen einen Mangel an Miteinander in der Migrationsherausforderung. Wir sehen einen Mangel an Solidarität im Umgang mit Flüchtlingen. Wir sehen einen Mangel an Bereitschaft in Forschung und Investition und in Bildung zu investieren. Und diesen Mangel müssen wir beseitigen in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite sollten wir die Rolle Europas in der europäischen, in der Welt definieren und uns zukunftsfit machen. Und das geht alles, wenn wir als Finalität ein Europa der Bürgerinnen und Bürger, ein Europa der Demokratie, ein Europa des Parlamentarismus, ein Europa des Rechtsstaates, ein Europa der Rücksichtnahme aufeinander und des Verständnisses füreinander erzeugen. Mir geht es um die Grundeinstellung, nicht bloß um Institutionen. Die Steiermark, die Sie angesprochen haben, wir mögen zwar sehr, sehr klein sein, wir sind irrsinnig innovativ, ein Wirtschaftsstandort, Forschung, da wird wirklich neidvoll auf uns hingeschaut. Die drei Wünsche, die ich hätte, wäre Verständnis füreinander aufzubringen, dass manchmal die Partei in den Hintergrund rückt und nur das Gemeinsame gesehen wird. Das ist einmal mein wirklich intensivster Wunsch. Dass ich Menschen auf meinem Weg finde, die nicht nur reden, sondern auch tun und handeln, in die Umsetzung kommen, die Energie mitbringen und auch den nötigen Mut. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich bin keine Politikerin, die verspricht, weil ich von einer Wahl zur nächsten lebe. Ich lebe von einem Tag zum anderen und sehe meine Arbeit
als Dienen am Menschen. Und ich glaube, manch einer von uns sollte manchmal diesen geliehenen Titel für einen Zeitraum, für eine Funktionsperiode etwas hinten anstehen lassen, sich nicht wichtiger nehmen, als man eigentlich ist, sondern von Tag zu Tag leben und wirklich den Menschen dienen. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen beginnen, mehr für Europa zu brennen. Also ich bin eine leidenschaftliche Politikerin. Wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, dann kann ich mich auch nicht einbringen. Ich hatte immer das Glück, gefragt zu werden für ein politisches Amt. Ich habe mich noch für kein einziges beworben. Ich habe auch meine Landwirtschaft als Hintergrund. Das heißt, ich darf Politik machen, ich muss nicht Politik machen. Und das erlaubt mir manchmal einen anderen Blickwinkel, eine andere Blickrichtung. Und das würde ich mir auch für manch eine Kollegin und einen Kollegen wünschen. Und ich glaube, dann würde man sehen, wo die wirklich wichtigen Probleme sind. Und da würden wir uns mit diesen beschäftigen und nicht mit Dingen, die uns manchmal gegenseitig das Leben schwer machen. Ich glaube, genau bei diesem Thema dürfen wir, was Forschung, Innovation, Entwicklung betrifft, dürfen wir uns jetzt nicht auf diesen Zwischenlorbeeren ausruhen, sondern wir müssen genau auf diesem Weg bleiben. Denn das muss man allen Unkenrufern und Ruferinnen sagen, die gerne über die EU herziehen und sie für alles verantwortlich machen, was an Schlechten passiert. Die Steiermark war immer schon geografisch in der Mitte Europas. Aber durch die EU sind wir jetzt im Zentrum einer der stärksten Wirtschaftsregionen dieser Erde. Und das hat den Wohlstand in der Steiermark erhöht. Das ist ein Faktum, ist an vielen Dingen auch nachmessbar. Das heißt, wir müssen da dranbleiben. Wir müssen gerade die vielen kleinen und mittleren Unternehmungen in der Steiermark, die da das Rückgrat sind, die Arbeitsplätze schaffen, die Start-ups, die durchstarten wollen, unterstützen und dranbleiben. Und jetzt kommt mein großes Aber. Das Wirtschaftspolitische ist Basis natürlich, aber für mich die Krücke dorthin, was mir wirklich wichtig ist, dass wir eine soziale Steiermark haben, auch in Zukunft. Das heißt, man darf das nie aus dem Blickfeld verlassen, dass der Wohlstand auch gerecht verteilt ist, dass Menschen Arbeit haben, aber auch von dieser Arbeit leben können, dass wir ein tolles Bildungssystem haben, das allen offen steht, dass wir ein Gesundheits- und Pflegesystem haben, das die Menschen dann bekommen, wenn sie es brauchen. Also all diese Dinge sind für mich eigentlich das, was es zu erreichen gilt. Und dafür ist natürlich Vorbedingung, dass wir auch wirtschaftlich gut dastehen. Und das kann die Steiermark am besten im Herzen einer starken und einigen Europäischen Union.